Gut. Ich bin verkleidet für den Monsterball. Kontrolle behalten, so wenig wie möglich sagen. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. So. Okay. Das Auto mit dem Handy absperren können wir aber auch nicht. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Mr. Crispin, hier entlang bitte. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Die waren zu langsam. Die Situation aus dem Trailer sah noch ein klein wenig anders aus. Ich habe was von Kannibalismus gehört. Mit dem Ruf bekommt man eh kein Date. Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Also du bist die Aufmerksamkeit, hm? Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. Das war jetzt doch ein bisschen anders, als ich erwartet hätte. Naja. Kann man jetzt auch nichts mehr machen. Wir gehen natürlich ganz gentlemanlike wieder nach draußen. Meine Waffe. Hoffentlich beehren sie uns bald wieder. Garantiert nicht. So ein Saftladen, wo man einfach angegriffen wird. Warum sollte ich da wieder hingehen? Tu mir einen Gefallen. Ich muss Poppy aus dem Laden rausholen. Ruf den Club an, gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. Ja, also, wenn das jetzt jemand... So. Ah, und wir haben ein ganz exklusives Fahrzeug. Jetzt geht's richtig rund. Nein. M- und N-Tasten sind echt verdammt schwer. Lohnt es sich da nicht schon mit dem Schiff zu fahren? Naja, wir folgen einfach mal der Linie. Vielleicht brauchen wir das Auto ja noch. Ich will es jetzt auch nicht drauf anlegen. WKTVs letzte Meinungsumfrage zeigt, das Volk ist ganz eindeutig auf der Seite des Rächers Aiden Pierce. Viele bieten
sogar ihren Schutz an. Dennoch warnt die Polizei von Chicago davor, weil man sich dadurch strafbar macht. Ist doch egal. Ist doch egal, ich hab Schutz. Und ich überfahre sogar Passanten, aber ich hab Schutz. Unterkünfte. Ich fühle mich echt wie Snowden. Wobei Snowden wahrscheinlich weniger Passanten überfahren hat, als ich jetzt hier. Und so. Und... Oh! Oh mein Gott! Da ist ein Schaden im Auto! Kann man das noch als Steinschlag auf die Teilkasse abschreiben? Ja, ich will es doch mal hoffen. Okay, okay, ganz gut. Ja, wir fahren ja auch schon ein bisschen schneller. Ja, ist vielleicht ein bisschen riskanter auch. Ach, unser Fahrstil ist doch völlig okay. Keiner fährt so gut wie wir. Ja, schon wieder einen Zivilisten verletzt. Ah, wir beschützen ja das Fall ganz so. Noch ein Lackschaden. What the fuck? Ja, okay. Wir fahren mal zu. Denn wir wollen ja unsere Mission heute noch abschließen. Ich versuche schnell dort anzukommen und das Auto nicht zu beschädigen. Komm, fahr zu. Hui. Okay. Ja, wir sind ja fast da. Auf so einer Auktion, oder wie das war. Ja, es ist ein großes Hafengebiet, das muss man schon sagen. What the? What the? Okay, da kommt der Koffer. Aber warum sind hier so viele Poller? Das macht mir irgendwie Angst. Sequenzauktion. Iraq ist irgendwo da drin. Die Security ist streng und die Geschichte von dem Autohändler wird sicher bald berichtet werden. Iraq finden, seine Marke scannen und nichts wie raus da. Klingt leicht genug. Irgendwas sagt mir, dass es nicht so einfach wird. Das wollte ich auch noch sagen. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer. Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Ich bat darum, meine Ware hierher zu senden. Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Keine Sorge. Sie ist hier. Ich mache Sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr. Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Pass auf, dass alles ruhig bleibt, sonst können wir leider nicht verhindern, dass die anderen Kollegen euch ruhig stellen. Unsere Kunden sind ruhig. Ja, ja, überweis einfach die Kohle, ja? So nah bei diesen Gangbängern bekomme ich nur Herpes. Menschenhandel. Der Boss ist bald mit denen fertig. Man sieht's hier. Man sieht's hier. Kenn ich sie? Hey, ich sag dir mal was. Ich werde dir für sicher nicht den Kopf hinhalten, wenn irgendwas davon durchsickert. Also sollte heute Nacht besser nichts schieflaufen. Siehst du die ganze Kohle in dem Laden? Totaler Überwachungsstaat. Aber trotzdem Menschenhandel. Irgendwo liegen die Interessen ja. Und ich dachte zuerst das ernsthaft... Das ist Mr. Crispin. Ich bringe ihn jetzt zu Mr. Quinn. Die schicken nicht die ganze Ware auf einmal auf die Bühne. Ein paar werden nur privat vorgeführt. Die sind alle mit einer Nummer versehen. Ist effizienter so. Manche Gäste schauen lieber auf die Monitore. Sie wollen lieber die Bühne sehen, hieß es. Wie hätte ich mich denn sonst davon überzeugen sollen, dass eure Ware gut ist? Macht Platz! Mr. Quinn wartet. Mr. Quinn ist da oben bei Iraq. Okay.
Aber was das hier ist, das ist ja... Also das ist nicht mehr feierlich. So, der Boss hat sich gemeldet. Ein paar von Quinns Jungs sind tot. Alles ist in Ordnung. Stimmt was nicht. Er will einen Doppelcheck. Von jedem. Und wenn es absolut Lieber sein Funk muss, ist auch bitte ruhig. Checken wir die Penner. Halt trotzdem die Augen offen. Der ist ja noch mit fotografischem Gedächtnis. Verdammt. Wir müssen echt aufpassen. Aber ich glaube eh, dass es keine Auswirkung hat. Bei allem Respekt, Ihre Männer sind verschwunden. Das ist viel zu riskant. Extra Security reicht nicht. Die hätten absagen sollen. Riskant ist, vor anderen eine Schwäche zu zeigen. Ganz ruhig. Tun Sie, was sein muss. Nur ziehen Sie keine Show ab. Die Männer sind überfordert. Ihre Männer sind ersetzbar, Mr. Eric. Das Geschäft muss laufen. Inzwischen finden Sie den Mörder. Das ist alles. Mr. Crispin? Entschuldigen Sie mich. Natürlich. Unser Ehrengast ist da. Mr. Quinn, leider kann ich nicht bleiben. Genießen Sie das Schauspiel? Welches? Das da unten oder das hier oben? Ah, mein Partner Mr. Iraq. Ein loyaler Soldat. Aber noch jung. Was sehen Sie, wenn Sie da runterschauen? Ich sehe, wie jemand seine Macht spielen lässt. Mr. Iraq sieht eine Option. Er sieht nur Profit. Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Nicht nachzugeben. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispy. Ich musste im Leben vieles lernen, um es so weit zu bringen. Und das alles hatte nichts mit Glück zu tun. Letzte Chance zum Bieten. Letzte Chance, der Kampf. Weiter zum nächsten Objekt auf Ihrem Tablet. Mr. Crispin! Die trauen dir nicht. Ich weiß, wir gehen. Komm her. Näher. Das Tattoo ist ein Peilsender unter meiner Haut. Ist ein kaltes, effizientes Business. Ich kann das Signal stören. Das war's? Ja. Ich hörte, wie die über Crispin sprachen. Sie wissen, dass was nicht stimmt. Du musst jetzt hier raus. Durch den Keller. Komm mit mir. Nein, ich verlasse meine Freunde nicht. Okay. Ich schicke Hilfe. Ein nächtlicher Raub bei einem Autohändler hat einen Schaden in Millionenhöhe angerichtet. Mehrere Luxusfahrzeuge wurden bei dem Einbruch entwendet. Okay. Die Auktion ist vorbereitet. Die zehnte in 10 Jahren. Und diesmal sind es vorwiegend amerikanische Produkte. Ich denke, das wird die Preise hochtreiben. Ich hoffe es. Sicherheit ist teuer. Die Polizei mag keine heimischen Waren. Es ist so gefährlich für sie. Und gibt schlechte Presse, wenn es loskommt. Mir ist es ehrlich gesagt egal. Aber die Kunden, naja, die haben ebenso ihre Vorlieben. Die beschweren sich schon seit Jahren. Am Ende muss ich auf ihre Wünsche eingehen, sonst verliere ich sie. Okay, ich muss schnell raus hier. Kann ich mir nicht erlauben. Okay,